Ja, dann rufe ich unser Shuttle oder unseren Thunderhawk herbei zur Abholung. Soll mal ein Signal anpeilen. Ja, 2 Minuten später könnt ihr die gewaltigen Düsen über euch erkennen. Ihr sucht euch dann so eine kleine freie Stelle, wo dann eben die ganzen Holzhäuser nicht direkt weggeweht werden. Und so könnt ihr dann nach der Landung euer Thunderbird wieder besteigen. Und wir drin sind, versuche ich eine Verbindung zum Lordgeneral herzustellen. Ja, es rauscht wieder ein bisschen und dann könnt ihr die vertraute Stimme hören. Castus Jagdon hier. Lordgeneral, hat die Luftraumüberwachung verdächtige Bewegungen gegeben? Wir konnten eure Space Marines nur bis hierhin orten. Wie sie von hier aus weiter geflohen sind oder wohin auch immer, wissen wir nicht. Habt ihr sie denn dort nicht gefunden? In der Tat nicht. Nach halbverlässlichen Aussagen befinden sie sich auf den Südinseln. Nun, die Stürme am Süden nehmen weiter zu und zu. Dann wünschen wir euch viel Erfolg an den Kardanischen Inseln. Ich würde es nicht wundern, dass diese Stürme mit diesem Ganzen zusammenhängen. Wir werden euch die einzelnen Beobachtungsbollwerke zuschicken. Das Signal kommt. Verstanden, wir stehen bei. Seid gewarnt, dass ein Anschlag auf euer Leben versucht werden könnte. Ihr meint den Anschlag auf den Prinzpräfekten? Steht zu vermuten, dass jemand die gesamte imperiale Führung enthaupten möchte. Keine Sorge, sollte uns jemand angreifen, werde ich ihm antworten mit Feuer. Verstanden. Der Imperator beschütze euch. Und lasst uns wissen, wenn ihr verdächtige Bewegungen feststellt. So verstanden. Lordgeneral Ende. Arminius Ende. Ja, es dauert 3 Sekunden und dann könnt ihr auf eurem Helm eine neue Nachricht erkennen. An das Exterminatorenteam. An das Exterminatorenteam der Deathwatch. Von Lordgeneral Castus Jagdon, Zitadelle Primaris. Betreff wichtige kardanische Beobachtungsbollwerke. Bollwerk Kaltain, ein wichtiger Angehöriger der Geomanten von Eitelkeit? Der Geomanten von Eitelkeit hält sich bei diesem Bollwerk auf und steht Karlaks Eigenheiten. Aus diesem Grund findet man dort auch einige der fortschrittlichsten Augurenstaffeln. Bollwerk Kaldir. Hier könnte sich die Gelegenheit zum gegenseitigen Vorteil ergeben. Seit 4 Monaten greifen die Aufwiegler, die als die Wiedergeborenen bekannt sind, das Bollwerk an. Die letzte Funkübertragung lässt darauf schließen, dass diese Angriffe deswegen so unerbittlich sind, weil sich in dem Bollwerk etwas befindet, das die Xenos-Kultisten unbedingt in ihre Hände bekommen wollen. Bollwerk Kalvex. Das größte Bollwerk verfügt über eine vorzügliche Sensorenstaffel und Personal, das über große Erfahrungen bezüglich der südlichen Hemisphäre verfügt. Zum Schluss Bollwerk Kaltran. Unsere wenigen spezialisierten Wasserfahrzeuge liegen hier vor Anker. Bei diesem Bollwerk sollte sich ein U-Boot finden lassen, mit dem man den Meeresgrund erreichen kann. Dies sind die 4 prinzipiellen Stellungen in den Südinseln. Wahrscheinlich müssten wir uns jetzt für eine entscheiden. Die Zeit drängt. Ja. Als erstes frage ich unsere Pilotin, ob wir genügend Treibstoff gebunkert haben, jetzt hier im Thunderhawk, um die Reise dort zu diesen Bollwerken zu schaffen. Tja, ich gehe davon aus schon. Immerhin, das ist ein inquisitorielles Schiff. Damit können wir den ganzen Planeten dreimal umkreisen. Haben wir Daten über die Wetterlage mitbekommen? Ja, habt ihr. Ihr habt aber auch immer wieder gehört, dass der Süden unglaublich stürmisch ist. Ein gewaltiger Ozean, der sich auf dem Südkontinent befindet, immer mal wieder kleinere Inseln. Und das sind jetzt wohl die etwas größeren Inseln oder aber künstliche Atolls, die dann dort aufgebaut worden sind. Aber im Prinzip ist der komplette Süden von einem gewaltigen stürmischen Ozean verschlungen. Ist eine dieser Stellungen, ist eine dieser Stellungen gerade irgendwie von einem besonders schweren Sturm umlagert? Oder sind die einfach alle beschissen? Brauche ich mal einen Tech-Wurf. Gib mir mal einen Tech-Wurf, dann kann ich dir sagen, welcher von denen. Das geht, glaube ich, gegen die 15 für mich. Nein. Aber nicht.
Ja, du guckst dir die verschiedenen... Ich weiß nicht, wie man die Karte liest. Du guckst dir also die verschiedenen die Stürmer an, die diese Augen, die du da entdecken kannst und wie sie miteinander irgendwie in den gewaltigen mathematischen Formen miteinander interagieren, zerfließen, sich neu bilden. Ja, weil da bräuchte man irgendwie einen Adepten von der Inquisition oder einen Mechanikuspriester, der könnte sowas lesen. Ich schlage vor, dass wir entweder das Bollwerk Kaldir oder das Bollwerk Kalvex anpeilen. Wenn das Kalvex über eine solch fortschrittliche Sensorenstaffel verfügt, können wir sie vielleicht mit den von uns aufgenommenen, aber noch nicht entschlüsselnden Koordinaten abgleichen. Eine andere fortschrittliche Augurenstaffel soll sich in Kaltain befinden und vermutlich besseres Personal, wenn das Mechanikum dort eine Abordnung hat. Auf Kaldir scheint wohl etwas zu sein, was auch unserem Interesse entsprechen sollte, wenn die Kultisten sich so sehr dafür interessieren. Allerdings erstmal müssen wir unsere Daten auswerten. Vor allem sind wir nicht hier, um zufällige Kultaktivitäten zu unterbinden, sondern um die Marines zu finden, die uns scheinbar immer einen Schritt voraus sind. Das ist richtig, aber wenn dieses Bollwerk noch steht und da ein Artefakt existiert, mit denen sie diese komischen Wiedergeborenen wiederbeleben wollen, dann wäre es vielleicht taktisch klug, dorthin zu gehen und dieses Artefakt vor ihnen in die Finger zu bekommen. Nach Aussage des Ketzers haben die Marines allerdings bereits, was sie brauchen, um die Erweckung zu vollführen. Ketzern kann man nicht immer trauen. Aber in der Tat. Vielleicht war unser verloren gegangener Inquisitor auch dort. Könnten ja auf dem Flug dorthin mal mit Bollwerk Kaldir Funkkontakt herstellen und fragen, ob das Bollwerk überhaupt noch intakt ist und sowas. Wir könnten uns auf jeden Fall von allen Meldungen machen lassen, falls sie Space Marines sehen. Und ja, eine gute Idee. Nichtsdestotrotz sollten wir zuerst Kaltain ansteuern. Herr Frosty, sonderliche Unterschiede in der Strecke zwischen den Vieren gibt es nicht. Das gibt es nicht zwei, die irgendwie quasi nebeneinander liegen. Nein, die liegen alle so, dass es im Prinzip egal ist, wie man sie anfliegt. Ja, denn auf 400 Kilometer kommt das mir dann auch gar nicht an. Dann, Carl Thane, ist leider nicht, wer jetzt 3-2-1 überstimmt. Du bist der Boss. Da ich nicht 3-1 überstimmt bin, Kaltain. Jemand von euch sagt mir aber doch gerne, was eine Augurenstaffel ist, oder? Sensoren. Ja, Auguren sind eigentlich Sensoren, ja. Ach so, okay. Weil, also das müsste eigentlich dasselbe wie bei Kalvex sein, auch vorzügliche Sensorenstaffeln. So wie ich das sehe, ist irgendeine Mechanikus-Sekte bei Kaltain und ich erwarte mir von denen eigentlich, sagen wir, esoterischere Ergebnisse. Also ein Geomantel bin ich mir nicht ganz sicher, was das ist. Geomantel von Eitelkeit klingt wie eine Mechanikus-Sekte, ganz ja, ehrlich. Also ja. Eitelkeit kenne ich. Das ist eine Todeswelt hier in der Jericho-Weite. So ein verstrahlte, bisschen so Tundra-mäßig. Geomanten sind im Prinzip Steineforscher. Richtig. Und Steineforscher sind die mit den roten Roben. Und ja, die werden ihre Auguren bestimmt auf jede Menge crazy shit getrimmt haben. Ich glaube sogar, die Auguren sind eine spezielle Sensoreinheit von den Mechanikus, wie ich dunkel erinnere. Wahrscheinlich. Und die werden uns bestimmt sagen können, dass irgendwo in 203 Kilometern ganz präzise 3 Meter unter dem Boden eine Erschütterung war. Also, ob wir jetzt zu Kaltain oder Kalvex gehen, ist mir egal. Hauptsache, die haben doch das nötige Personal und die nötige Kompetenz, um eben die Koordinaten zu entschlüsseln. Das kann ich momentan nicht einschätzen. Dann sind wir beim Mechanikum doch eher richtig, oder? Alles naja, das ist schon okay. Ja. Cool, also ich wäre jetzt wahrscheinlich eher zu Kaldir gefahren, aber... Kaldir kommt mir wie eine Finte vor. Ja, also wenn wir die anfunken können und da ist noch alles ruhig, dann bin ich dafür, dass wir auch woanders hinfliegen können. Ja, ich denke, das sollten wir auf jeden Fall tun. Einfach jeden dieser Posten einmal abtelefonieren. Genau, wie bereits gesagt, ja, allein schon, dass wir jedem einmal sagen, sie sollen uns sofort Meldung geben, falls sich Space Marines sichten. Ja, und vor allem sollten wir in Kaldir nach dem Artefakt nachfragen, ob dies denn noch dort sich befindet. Wenn die überhaupt wissen, was da ist, hier steht angeblich. Ja, deswegen.
Man kann ja mal so verschlüsselt irgendwie das nachfragen diesbezüglich. Gut, dann haben wir eine Strecke und eine Tätigkeit während des Fluges. Ja, ihr werdet auf sicherlich 2-3 Stunden fliegen, wenn ihr dann von der Hauptstadt in Richtung Süden unterwegs seid und dann die verschiedenen Bollwerke anfunken. Von Kaldir bekommt ihr keine Reaktion. Ach, verdammt. Irgendwie habe ich dies erwartet. Wenn die wirklich belagert werden, könnte es durchaus sein, dass dort einer Störsignal oder irgendwas dieser Art projiziert werden könnte. Oder dass sie den Zugriff auf ihre Langstreckenkommunikation verloren hatten. Ah. Ja, oder, dass sie alle schon tot sind. Könnte auch sein. Das. Genau das. In diesem Falle ist auch keine übermäßige Eile mehr geboten. Also ich finde schon, dass wir übermäßig Eile an den Tag legen sollten, weil wenn die vorhaben, da diese Todlosen zu erwecken, da könnte jede Stunde zählen. Es ist Eile in unserem Auftrag geboten, aber ja, nicht Eile darin, Kaldir zu entsetzen. Es würde erklären, warum dieser verrückte Kultist meinte, sie hätten schon alles. Wer weiß, vielleicht wusste er mehr als wir und wir haben dieses Bollwerk schon überrannt. Bruder Arminius, ich bitte um die Erlaubnis, mit unserem Schiff im Orbit Kontakt aufnehmen zu können. Vielleicht können Sie das Bollwerk Kaldir von oben abscannen. Sehr wohl, eine hervorragende Idee. Bruder Octavius an unser Schiff. Adriel Quisto. Gut. Alright, so, und die anderen haben bislang nichts Ungewöhnliches zu melden, oder? Also, wir machen erstmal weiter mit dem Anfunken an euer Schiff. Damit machen wir es mal weiter. Okay. Ja. Ihr funkt euer Schiff an und antworten tut der Navigator Seminal Moda. Den habt ihr bisher noch nicht kennengelernt. Ihr hattet den einmal gesehen, wie er wohl in Begleitung von Adriel Quist zu euch kam. Aber er hat, wie gesagt, noch nichts gesagt. Er wird sich dann melden. Moda hier. Das ist die Donnerwort. Ist das richtig? Nee, das ist nicht die Donnerwort. Das Schiff von Adriel Quist war noch ein anderes. Nein, Angelus Invictus. Ja, das war der Name. Die Hammer hatte uns hier rausgeworfen und ist wieder abgezogen. Genau. Während Adriel Quists Angelus Invictus, glaube ich, noch am Boden lag. Im Orbit, ja. Achso, echt? Ich dachte, die wäre tatsächlich komplett gelandet. Das wäre nur so eine Fregatte. Nee, das war nur so ein Landeschiff von der Angelus. Ah, okay. Seminal Moda hier von der Angelus Invictus. Wie können wir euch helfen? Hier spricht Bruder Octavius. Wir haben eine Anfrage und zwar haben wir Koordinaten von einem Bollwerk namens Kaldir und geben euch die Koordinaten dafür und erbitten eine Sensorabtastung, ob dieses Bollwerk noch intakt oder gerade angegriffen wird. Wir müssen dafür unseren Standort aus dem Orbit leicht verschieben und anpassen. Warten Sie bitte 10 Minuten. Damit klickt es wieder und die Verbindung ist weg. Ich stampfe unruhig mit dem Fuß im Thunderhawk. Ich hasse es zu warten. Lasst uns die nächste Station anfunken in der Zeit. Wir sollten keine Zeit verlieren. Geduld ist die Tugend des Jägers. Deswegen sagte ich ja, wir sollten schon die anderen Bollwerke anfunken derweilen. Und wir klappern dann, wie gesagt, die anderen drei ab. Ja, Bollwerk Kaldir. Es wird sich ein Adept mit dem Namen Omikron Rho 89 melden. Wir haben alle Hände voll zu tun. Wir können uns leider nicht mit Ihnen in Verbindung setzen. Ein Sturm nähert sich. Trennt er die Verbindung? Noch nicht. Das ist uns bewusst, doch wir sind in dringendem Auftrag unterwegs. In welchem Auftrag? In dem des Imperators. Eures Omnisia, wie ihr ihn nennt. Er wartet auf wohl so etwas wie eine Aussage. Möchte das spezifiziert haben? Octavius, ihr seid besser mit Menschen als ich. Ich sag über internes Vox. Nun, ich weiß nicht, ob diese Rasse noch wirklich als Menschen zählt, aber ich werde es versuchen. Bollwerk Kaltain, meldet eure Situation. Wir kämpfen gegen den Sturm. Ist das alles, gegen das ihr kämpft? Spezifizieren. Werdet ihr von Kultisten angegriffen? Keine Kultisten. Kein Kontakt oder Probleme mit Kultisten.
Macht euch möglicherweise darauf gefasst, dass sie den Sturm ausnutzen, und um euch anzugreifen. Der Sturm wird uns höchstwahrscheinlich vernichten. Magos Quetzalt hat die seismischen Aktivitäten überprüft. Wir bereiten uns darauf vor, evakuiert zu werden. Erwartet unsere Ankunft. Wir haben Notwendigkeit für eure Expertise, ehe ihr abbrecht. Beeilt euch, oder Kaltan ist verloren. Wie viel Zeit bleibt uns noch, bis ihr vernichtet werdet? Sicherlich 3 Stunden. Brüder, okay. Verstanden. Ist unsere Anwesenheit und Halt auf der Station wirklich vonnöten? Können wir ihnen die nötigen Daten nicht einfach rüberschicken? Welche Daten meinst du? Die Koordinaten, oder warum wolltet ihr da jetzt hin? Es geht darum, Zugriff auf die Daten ihrer Augurenstaffel zu haben. Und uns fehlt die Expertise, diese auszulesen, selbst wenn wir sie bekommen würden. Und des Weiteren, so geheimniskrämerisch wie das Mechanikum mit seinem Wissen ist, werden sie uns diese vermutlich nicht zur Verfügung stellen. Das befürchte ich auch. Markus Quetzold meldet, er hat Verwendung für euch. Dann erbieten wir ihm Grüße und unsere baldige Ankunft. Arminius aus.